Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrbe und heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, zu dem wir seit 3-4 Tagen ganz, ganz viele Mails bekommen haben. Und zwar, es geht nochmal, ihr könnt es euch vorstellen in dieser Woche, es geht nochmal um das Thema Short-Volatilität, ganz konkret jetzt hier um den VXX. Und zwar haben wir viele Fragen bekommen, wie shortet man eigentlich diesen VXX, indem man jetzt das nicht über Optionen macht, sondern wenn man das direkt macht. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch heute nochmal hier in diesem Video. Ihr seht eigentlich, wir sind zurück, ganz normal. Also was heißt zurück? Wir waren ja nie weg. Ne? Es gibt ja kein Comeback, wir waren nie weg. Unser Motto jetzt hier, aufgeben ist keine Option. Ganz, ganz wichtig. Wir machen einfach weiter. Und einmal schütteln und dann geht's los. Wir sind ja auch, das muss man ehrlich sagen, sehr, sehr gut durch diesen Volatilitätsspike gekommen. Ne? Dass jemand, das habe ich schon mal gesagt diese Woche in einem Video, dass ihr also, wenn ihr Short-Vola seid, ihr habt Optionen verkauft, dass ihr dann bei einem so gigantischen Volatilitätsanstieg, dass ihr dann natürlich Geld verliert, das ist ja ganz klar. Die Frage ist, wie viel verliert man? Und das, was ich bislang an Rückmeldungen bekommen habe, ne, muss ich wirklich sagen, wow, ganz, ganz großartig. Also sehr, sehr viele haben geschrieben, dass es zwar jetzt vielleicht mal der Gewinn vom Januar weg ist, vielleicht auch mal noch vom Dezember, aber im Großen und Ganzen stehen viele noch hervorragend da. Warum? Weil sie ihre Positionsgrößen klein gehalten haben. Ne? Und deswegen auch das heute hier beim Thema Shorten des VXX. Positionsgröße ganz, ganz wichtig. Ich will jetzt aber mal ganz kurz erklären, wie macht man das überhaupt? Ne? Also, wenn ihr jetzt sagt, hier, ihr möchtet den VXX, also diesen ETF, oder ist es ein ETN, ne? Ihr wisst, also wenn ihr diesen VXX shorten wollt, dann ist es im Grunde nichts anderes, als wenn ihr eine einzelne Aktie shorten wollt. Das heißt also, VXX short bedeutet nichts anderes, als dass ihr sagt, okay, als allererstes müsst ihr euch das Ganze leihen. Ne? Ihr habt ihn ja nicht im Depot und das heißt, ihr müsst ihn euch leihen von jemand, der eben long diesen VXX ist. Keine Angst, da müsst ihr jetzt niemanden suchen, sondern ihr könnt einfach auf den Preis in der TWS gehen, geht auf Sell und also beziehungsweise auf den Bitkurs und dann wird euch sofort angezeigt, okay, könnt ihr verkaufen. Für den VXX sind in der Regel immer mehrere Millionen Stück verleihbar oder leihbar, damit ihr die shorten könnt. So, das heißt, als erstes kommt hier als erstes immer eine sogenannte Wertpapierleihe. Ne? Ihr leiht euch also diesen VXX zum aktuellen Preis und verkauft ihn dann anschließend. Also mal angenommen, der ist jetzt aktuell hier bei 50. So, dann geht ihr den eben jetzt short, ihr verkauft ihn. So, ihr habt ihn jetzt also hier verkauft und damit seid ihr dieses Produkt short. Ihr habt jetzt also ein Minus davor stehen. Ihr habt etwas bekommen, das habt ihr euch geliehen. Dafür müsst ihr übrigens auch Zinsen bezahlen. Das ist ganz unterschiedlich. Die können sehr, sehr hoch sein, die können aber auch sehr, sehr niedrig sein. Ne? Könnt ihr draufklicken und dann wird euch das angezeigt. Und jetzt ist es so, dann habt ihr den quasi short drin. Und was ist eure Erwartungshaltung? Eure Erwartungshaltung ist, dass natürlich der Preis hier fällt, also beispielsweise auf 30 mal angenommen. Und dann würdet ihr diese Differenz, diese 20 Punkte, würdet ihr dann Gewinn machen, sprich 20 Dollar halt. So. Das Schöne beim Leihen ist, dass man es eben ab einem Stück machen kann oder beim Shorten. Ne? Das heißt, du kannst jetzt, wenn du Optionen handelst, dann weißt du, Aktienoptionen, ETF-Optionen und so weiter beziehen sich immer auf mindestens 100 Stück. Was heißt auch mindestens? Immer auf 100 Stück. Future-Optionen immer auf einen, aber hier bezieht sich also auf 100 Stück. Beim direkten Short-Gehen, wenn du also davon ausgehst, der Preis fällt, ne, dann kannst du eben sagen, okay, ich verkaufe nur einen einzigen. Ne? Und das ist insofern interessant, weil gerade wenn man ein Konto hat, was nicht so groß ist, kann man hier sehr, sehr gut sein Risiko managen. Warum? Naja, was ist denn das Risiko bei diesem ganzen Short-Gehen? Das Risiko ist natürlich, dass der eben nicht nach unten auf 30 geht, sondern dass er steigt. Wir dürfen uns erinnern, letzte Woche noch oder vor ungefähr 10 Tagen etwa war der VXX noch bei 13. So, das heißt, mal angenommen, du hättest den bei 13 geschortet, du wärst short gegangen, hättest ihn dir geliehen, hättest ihn verkauft und der ist jetzt bei 50, naja, dann wäre eben deine Differenz momentan 37, das heißt 37 Dollar pro Stück. Hast du 10 Stück, sind es 370 Dollar, hast du 100 Stück, sind es schon 3.700 Dollar.
Das heißt, wer ein 5000er Konto hat, da kann es passieren, der kriegt an der Stelle schon einen Margin Call, weil das Konto sinkt ja um diese 3700 Dollar. Jetzt musst du aber für das Short gehen natürlich auch Margin hinterlegen. Das heißt, dann könnte es schon einen Margin Call geben und ganz, ganz viel vom Konto ist eben dann weg. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass ihr euch immer bewusst macht, was könnte denn noch passieren? Und geht da wirklich nicht davon aus, dass er sagt, naja, komm, der könnte ja noch auf 60 steigen. Und wenn er halt auf 60 steigt, von 50 auf 60, naja gut, dann habe ich eben hier mal 10 Dollar verloren pro Stück. Nein, macht es wirklich extrem und sagt, was wäre denn, wenn der jetzt zum Beispiel auf 100 gehen würde? Oder wenn er auf 200 gehen würde? Und jetzt höre ich vielleicht den einen oder anderen sagen, naja gut, man könnte ja da einen, man könnte einen Stop reinsetzen. Schaut euch bitte nochmal an, was diese Woche mit dem XIV und dem SVXY passiert sind, wie die plötzlich 80% runtergegappt sind. Da hat ja ein Stop überhaupt nichts genützt, weil da bist du da ausgeführt worden, wo die 80% tiefer eröffnet haben. Das heißt, auch wenn du hier oben, du kannst einen Stop in den Markt legen, kannst sagen, okay, wenn er über 60 geht, gehe ich raus. Passiert das aber zum Beispiel overnight, ne? Oder der wird kurz ausgesetzt, was auch passieren kann und eröffnet dann wieder höher. Genau übrigens wie bei jeder Aktie auch. Ne, kann genauso passieren. Das hat nichts mit dem Vola-Produkt zu tun. Plus, dass es vielleicht Volatilität noch ein bisschen explosiver ist als eine einzelne Aktie. Das heißt, du musst einfach davon ausgehen, dass es mal extrem auch mal gegen dich läuft. Und das kannst du nur umgehen. Umgehen kannst du es nicht, aber du kannst es nur für dich vom Risiko her tragbar machen, wenn du die Positionsgröße, ne, wenn du die deinem Konto anpasst. Das heißt, ich habe zum Beispiel in einem 10.000er Konto, das ist dieses kleine Wettbewerbskonto, in dieser Woche 5 Stück von diesem VXX geschortet. So, und wenn ich also jetzt sage, okay, machen wir das Beispiel. Wenn ich also jetzt davon ausgehe, 5 Stück, ich bin ungefähr bei 50 Short gegangen. Das heißt, hier 250 Dollar bin ich den Short gegangen. Und wenn ich jetzt eben sage, okay, der geht auf, sagen wir mal, komm, wir machen es mal extrem. Wir machen mal 200. Der geht jetzt hier auf 200. So. 50, Entschuldigung, nicht 50, wäre ein bisschen viel. 5 mal 200. Bei 50 wäre ich, da wäre es schon böse, werde ich gleich sehen. 5 mal 200, ne? Wie viel sind das dann? Das sind 1000. Das heißt, hier Differenz minus 750, das heißt, ich wäre hier in diesem Extremfall, wenn der so eintreten würde, 750 Dollar hinten. In dem 10.000er Konto wäre das 7,5%. So, jetzt wissen wir ja, dass sowas wie der VXX langfristig betrachtet tendenziell fallen wird. Warum? Weil sich die momentan noch am Markt vorhandene Backwardation wieder auflösen wird und es wird wieder zu einer Contango-Situation kommen. Das heißt also, mit der richtigen Positionsgröße und mit ein bisschen Geduld sollten wir, selbst wenn es nochmal gegen uns läuft, eigentlich mit diesem Trade einen Gewinn erzielen können. Ne? Aber, und jetzt kommt wieder noch ein Aber, man muss natürlich auch wissen, was könnte zwischendurch passieren. Es könnte zum Beispiel Folgendes passieren. Du bist das Ding jetzt hier bei 50 Short gegangen. Und am nächsten Tag guckst du in dein Depot und der ist weg. Also angenommen, der ist jetzt hier, der ist von mir aus auf 70 gestiegen. Okay, du bist also pro Stück hier 20 Dollar im Minus. Sagst, okay, alles kein Problem. Und am nächsten Tag guckst du aber rein und denkst, hey, wo sind meine Positionen? Und die Positionen sind weg und du stellst fest, dass der bei 70 aufgelöst wurde. Dein Short wurde aufgelöst. Du hast keinen Margin Call bekommen, du hast nichts bekommen. Woher kommt das? Und erinnert euch, was vor jedem Leerverkauf steht. Vor jedem Leerverkauf steht eine Wertpapierleihe. Und das heißt, wenn derjenige oder wenn derjenige sagt, von dem er es geliehen hat, oder wenn irgendjemand sagt, ich möchte meine verliehenen VXX, die ich long bin, verkaufen. Und er hat sie aber verliehen. Was muss der dann machen? Dann fordert er sie zurück. Und da sie ihm gehören, kann er sie auch jederzeit zurück fordern. Ne? Das heißt, er fordert sie zurück. Und dann, das geht über so ein Losverfahren, das heißt, es ist nicht wirklich so, dass man sagt, ich habe von dem jetzt geliehen und nur wenn der verkauft, sondern es wird eben gesagt, was weiß ich, 1 Million Stück sind verliehen und jetzt will irgendeiner hier 50 Stück wieder zurückhaben, dann wird eben, gibt es so ein Losverfahren und dann kannst du dich eben treffen, dass deine 5 Stück eben dann drin sind. Ne? So, und dann musst du die eben unter Umständen hier zurückgeben. Das passiert automatisch, das passiert in der Regel über Nacht und dann hast du diesen Verlust eben hier realisiert.
Es geht aber an dieser Stelle die Welt nicht unter. Mir ist es selbst auch schon mal so passiert. Ne? Mir ist es allerdings passiert, der war dann schon im Plus und dann musste ich die zurückgeben. Und was kannst du auch machen? Du kannst natürlich dann in der Regel sofort wieder short gehen. Ne? Dann musst du halt 5,70 wieder verkaufen. Aber es sind ja in der Regel genügend da. Das musst du aber einplanen. Okay, das musst du natürlich einplanen, dass eine Wertpapierleihe über Nacht einfach mal zurückgefordert werden kann und du kannst nichts dagegen machen. Ne? Also gibt es keine Berechtigung, dass du sagst, nein, das will ich nicht. So, sonst ist halt einfach so. Du hast dir was geliehen, der andere will es zurück, du musst es zurückgeben und wenn du halt Pech hast, dann bist du derjenige, der eben ausgewählt wird. Wie gesagt, mir ist jetzt in den ganzen Jahren ein einziges Mal passiert, aber tatsächlich auch hier beim VXX. Ne? Das heißt also, wenn du in einer Aktie, wenn du in einem ETF, wo auch immer short gehst, dann als erstes eine Wertpapierleihe, da musst du dich nicht selber drum kümmern, sondern indem du sie verkaufst, erfolgt von vornherein der Prozess der Leihe automatisiert über deinen Broker. Dafür zahlst du Zinsen. Das Risiko, was du hast, ist, dass das, was du verkauft hast, theoretisch unendlich steigen kannst. Jetzt wissen wir, dass nichts unendlich steigt, aber dass wir natürlich hier signifikante Verluste haben können, wenn so etwas passiert, wie beispielsweise jetzt in dieser Woche, wenn also die Preise so nach oben schieben. Das heißt, du musst dieses Verlustrisiko einplanen und das kannst du auch nicht umgehen, sondern du kannst es nur begrenzen über die Größe deiner Position. Ne? Kleine Position, im schlimmsten Falle ein Verlust, große Position, im schlimmsten Falle Konto ausgelöscht. Ganz, ganz wichtig, ne, dass du daran halt denkst. Und dritter Punkt, den du beachten musst, es kann eben passieren, dass während du short bist, dass dein Short geschlossen wird, weil derjenige, der verliehen hat, seine Option oder nicht seine Option, sondern seine Aktie oder sein ETF zurückfordert. Ne? So, deswegen keine Angst vor dem Short gehen, das ist nichts Kompliziertes, das ist nichts Schlimmes, das ist ein ganz normales Geschäft, was sehr, sehr viele auch professionelle Investoren machen. Gerade wenn man Portfolios baut, wird das sehr häufig so gemacht, eine Aktie long, eine Aktie short zum Beispiel. Also das ist ja auch nichts anderes. Wir haben eben bloß hier diese Besonderheit, dass es eben so ein Volatilitätsprodukt ist. Aber wenn du das beachtest und das Wichtigste dabei ist, beachte bitte das Risiko, ne? Positionsgröße. Wenn du das beherzigst, dann hast du hier eine Möglichkeit, wie du auch an solchen Volatilitätsveränderungen mit einem kleineren Konto profitieren kannst oder teilhaben kannst. Aber wie gesagt, es ist extrem wichtig, dass du dir immer über das Risiko Gedanken machst. Danke für heute. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Euch alles Gute. Entspannt euch. Es war eine interessante, spannende, aber auch anstrengende Woche. Und denkt immer dran, ne? Aufgeben ist keine Option. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.